Problematik der aufsteigenden Bodenfeuchtigkeit war bereits zu Römerzeiten bekannt. Wie uns bauhistorische Quellen aus jener Epoche belegen, bestand die damals praktizierte Lösung in der Anhebung der Fußbodenebene mittels Amphoren bzw. Aufmauerungen um mehr als 10 cm vom natürlichen Geländeniveau. Der so geschaffene Hohlraum wurde darüber hinaus im gleichen Zuge über Ventilationsöffnungen an die Außenluft angebunden, um auf diese Weise eine willkommene Durchlüftung zu gewährleisten. Dieses von den alten Römern angewandte System ist auch in den Folgeepochen bei Baumeistern und Konstrukteuren sowohl hinsichtlich der Verwirklichung neuer Bauvorhaben als auch bezüglich der Sanierung älterer Gebäude auf Resonanz gestoßen. Das Unternehmen Daliform widmet sich seit 1993 ältesten baukonstruktiven Prinzipien folgend der Neuauflage des Gebrauchs unterlüfteter Hohlraumböden, indem es ganzheitlich unterlüftete Hohlräume mithilfe modular zusammengesetzter Schalungselemente, den sogenannten Iglu, entwickelt hat. Die Durchlüftung des untersten Geschossbodens im Gebäude folgt dem Prinzip des diffusionsoffenen Innenraumklimas, um nicht zuletzt dem Phänomen erhöhter relativer Feuchtigkeit wie auch schädigenden Radonkonzentrationen aus dem Erdreich entgegenwirken zu können. Darüber hinaus hat Daliform besonderes Augenmerk auf zeitgemäße baukonstruktive Anforderungsprofile gelegt und daraufhin eine vielfältige Produktpalette entwickelt, um dem Aspekt der Einfachheit und Variabilität in der Anwendung Genüge zu leisten. Zur Schaffung eines gesunden Raumklimas bedarf es demnach technisch fortschrittlicher Lösungen, die es erlauben, vollkommen diffusionsarme wie auch unterlüftete Fußböden unter Gefahrenausschluss des Eindringens von staunendem Sickerwasser etc. zu schaffen. Die in unterschiedlichen Höhen hergestellten Schalungselemente bieten ein derart gestaltetes Höchstmaß an Vielseitigkeit und Flexibilität hinsichtlich der Verarbeitung, dass ein weitreichendes Anforderungsspektrum abgedeckt werden kann. Handlich und leicht gefertigt aus recyceltem Polypropylen und äußerlich einer sphärischen Kalotte mit den Grundrissachsmaßen 50 x 50 cm angeglichen, schraubt das Schalungselement Iglu die Verlegeleistung gemessen an traditionellen Verfahren auf eine vernachlässigbare Größe zurück. Das Einzelelement Iglu fußt auf 4 Abstützungen, welche wiederum in Kombination mit den übrigen Schalungselementen jeweils kleine Stützen mit quadratischer Grundfläche ausbilden. Die dadurch entstehenden Kantenstöße bilden am Fußpunkt ein offenes Kreuz aus, welches eine Verbindung des Ortbetonvergusses zum lastabtragenden Untergrund sicherstellt. Der unterhalb der Iglu geschaffene Hohlraum ermöglicht über die Verlegung diverser Leitungsstränge auch eine perfekte Durchlüftung dank der bidirektionalen Hohlraumstruktur der Einzelelemente. Das System Atlantis behält die klassische Kalottenform des Iglu bei, lediglich die Stützfüße können je nach Anforderung in beliebiger Höhe auf Maß gefertigt werden.
Das Unternehmen Daliform kann auf Anfrage die Gesamtkomponenten des Systems Atlantis inklusive weichfedernder Abstellung in Polystyrol liefern. Nach der Verlegung der Schalungselemente reicht lediglich eine Betonstahlmattenauflage mit anschließendem traditionellen Ottbetonverguss aus, um auf diese Weise einen aufgeständerten Hohlraumboden zu erhalten. Dieser ist sodann in der Lage, anhaltende Bodenfeuchtigkeit bzw. stauendes Sickerwasser zu verhindern und eventuell anfallende Freisetzung radioaktiver Schadstoffvorkommen im Erdreich wie Radon zu unterbinden. Das System IGLU ist das Resultat intensiver Forschungstätigkeiten mit dem Ziel, zuverlässige und bautechnisch zugelassene Baustoffe herzustellen. Die Produktpalette IGLU genießt zunehmend den Ruf als innovatives und außergewöhnlich vielseitiges Schalungssystem, welches den umfassenden Anforderungen der hochmodernen Bautechnik gerecht wird.